Ich habe zuerst mal von Karl S. gelernt und zuerst mal die Basics gelernt. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie man an meinem nassen, obdachlosen Haaren schon erkennen kann, war ich extra für euch noch duschen. Oh mein Gott. Du bist gar nicht zu erkennen mehr. Liebe Freunde, heute ein Video, wie ihr schon im Clickbait-Titel Number One lesen könnt, das Ende meines Kanals. Geisteskrank, fühle ich. Ohne Spaß fühle ich des Grauens. Bevor wir aber zum Thema kommen, möchte ich noch eins vorausschicken. Nein, Freunde, diese nächsten Informationen beeinflussen in keinster Art und Weise den kommenden Drop meiner Marke M&M mit der Kollektion Britain Brawl. Für alle, die vorbestellt haben, neueste News. Laut der Produktionsstelle kommen am Montag oder Dienstag alle Sachen per DHL Express mit dem Flugzeug in Wien an und gleich am nächsten Tag wird über die Nachtschicht hinweg alles verpackt in unseren tollen M&M-Boxen. Nice, Digga. Jetzt in dreifacher, unterschiedlicher Ausführung. Wir verzichten hier gezielt auf Plastik. Danke, Mann. Hochwertige Magnetboxen, aber die kennt ihr eh schon. Ich weiß, Freunde, es hat alles etwas länger gedauert. Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und für alle, die noch nicht vorbestellt haben, die Woche darauf planen wir den offiziellen Drop unserer Kollektion Britain Brawl. Hier auf M&M Vienna könnt ihr euch nochmal alle Produkte durchgehen, jedes Piece abchecken und dann ready sein für den Drop, denn wie manche schon mitbekommen haben, ja, 50% haben wir in einer Stunde Vorbestellung schon verkauft. Das heißt, auf jeden Fall schnell sein, wer sich hier was ergattern möchte. Wird aber noch einiges kommen. Also es wird natürlich noch ein Video geben, wo ich zeige, wie die ganzen Sachen fitten, wo ich jedes einzelne Piece nochmal herzeige. Würde ich genauso tragen. Das heißt, ihr seid im Gegensatz zu denen, die so ehrenhaft waren und so vertrauenswürdig waren, vorzubestellen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, vorab zu checken, bevor ihr bestellt. So, genug Plug. Es geht um das aktuelle Thema, liebe Leute. Viele von euch haben es mitbekommen. Ich habe letztes Jahr im Dezember meinen Zweitkanal gegründet. Hier kommen fünfmal die Woche Vlogs. Erster Link in der Infobox, da schon mal abchecken. Und ich habe hier sehr viel Zeit investiert. Viel zu viel Zeit, wie manche finden. Und mein Kanal Maximilian, meinen Hauptkanal, hat darunter sehr gelitten. Das ist mir bewusst. Einige von euch vermissen die Shopping-Vlogs, die Reactions, die lustigen, die Ausraster mit dem Stuhl, aber natürlich auch meinen kreativen Input. Der Grund, warum ihr diesen Kanal abonniert habt. Ich habe den Kanal Maximilian und euch natürlich auf eine Art und Weise im Stich gelassen. Es tut mir irrsinnig leid und ja, was soll ich sagen? Vlogs sind halt nice. Es macht mir irrsinnig Spaß, Vlogs zu drehen. Aber wenn mein Hauptkanal Maximilian dann drauf geht, ist das natürlich auch nicht das Wahre. Ich musste in der Anfangszeit alles selbst machen, alle Vlogs jeden Tag selbst schneiden. Damals kamen 7 Vlogs die Woche und da war ganz ehrlich wenig Zeit für meinen Hauptkanal. Hat man auch immer wieder in den Kommentaren gelesen, waren hauptsächlich Reactions. Viele waren einfach Reactions aus dem Stream. Ich habe es mir leicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, das Modethema passt gut auf den Kanal. Bro, will ich ja jetzt absolut nicht fronten, ne? Aber bist du ein Maximilian-Zuschauer? Aber das ist natürlich nicht das, was ihr wolltet und das ist nicht das, warum ihr diesen Kanal abonniert habt und logischerweise gehen dann auch die Klicks zurück, die Views zurück, weil die Zuseher auch enttäuscht sind und sich denken, ja, kommen sowieso nicht mehr Reactions, der macht immer denselben Scheiß. Deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen. Jetzt kommt dein Moment. Ich habe zuerst mal von Karl S. gelernt und zuerst mal die Basics gelernt. Und habe dann auch ein bisschen so den, ja, dann auch mich ein bisschen mehr angefreundet damit, aber der eigentliche Grund, warum ich sie gekauft habe und warum ich sie auch wirklich im Laden besorgt habe, ist folgender, und zwar, man kann dann auf die Richard Mille Partys gehen. Das ist dreist. Und hab, was die Organisation meines Zweitkanals betrifft, alle Schäfchen ins Trockene gebracht. Das heißt für mich, ich habe viel mehr Zeit, mich wieder diesem Kanal zu widmen und ich komme wieder zurück. Der Maximilian dieses Jahres, der mit Dezember nachgelassen hat, der ist weg, Freunde. Jetzt kommt die neue Ära. Es wird Shopping-Vlogs wieder geben. Es wird neue Formate geben, wie zum Beispiel, ich darf eigentlich noch nicht so viel verraten, aber ich habe vor, ein männliches Pendant im Street-Style-Bereich zu Shopping Queen zu machen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben, gegeneinander antreten und shoppen, was das Zeug hält. Ich bewerte dann, wer das niceste Outfit hat. Aber ich rede schon wieder zu viel dran. Es wird neue Formate geben. Hier wird wieder mein Herzblut reingesteckt. Ich werde mich weiterhin bemühen, den Kanal auf einem Next-Level-Niveau zu führen und hier wirklich Content zu bringen, der euch wieder begeistern soll. Auch nächste Woche schon wird es ein spannendes Video geben. Ich habe meiner Freundin gestern die Kreditkarte gegeben, um mir ohne Limit ein Outfit zu kaufen. Ich bin mega happy, also ich finde es mega cool, wer es ausprobieren will.
go for it. Ich habe keinen Plan, was sie da geshoppt hat, aber wir werden sehen, wenn die ganzen Sachen von Farfetch da sind. Ich werde die dann anziehen und dann werden wir sehen, ob sie auch Geschmack beweist oder ob sie einfach nur teure Pieces kauft. So wie mir das oft nachgesagt wird. Freunde, bleibt am Start, bleibt dran. Sorry für diese kurze Unterbrechung. Jetzt geht's wieder mit Volldampf voraus. Schaut auf alle Fälle auch beim Vlogging-Kanal vorbei. Seid gespannt bis zur neuen Kollektion. Britain Brawl sollte mit übernächster Woche dann released werden. Seid auf alle Fälle am Start. Danke für die Geduld. Ja? Ich hoffe, ich habe euch wieder safe an meiner Seite. Ab jetzt gebe ich wieder Gas. Ich bin zu schleißig geworden. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Formate ihr euch wieder zurück oder neu wünschen würdet auf diesem Kanal. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich auf das Feedback meiner Zuseher eingehe. Siehe Vlog. Eure Meinung ist mir wichtig. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht können wir einiges davon umsetzen. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid weiterhin am Start. Das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht dann schon am Freitag. Und Reactions werden natürlich weiterhin am Start sein. Aber nicht mehr so viel, wie wir es bis dato gehabt haben. Freunde, das war's von mir, euer neuer Maximilian. Hallo Lieben, schön, dass ihr mich gefunden habt.